Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom FIFA 2003 Let's Play. Und ja, heute spielen wir gegen Arminia Bielefeld. Ich glaube, ich mag das Spiel genau. Und zwar hat Schalke in Kaiserslautern gewonnen mit 1 zu 2, Leverkusen und Dortmund trennt sich mit 1 zu 1, Bochum und Cottbus 0 zu 0, Rostock gewann zu Hause 3-1 gegen Nürnberg, Hannover gewann 2-1 gegen 1860 München. Und Bremen gewann das Nordduell gegen Hamburg mit 2 zu 0. Und jetzt also Bayern gegen Bielefeld. Und ja, mal gucken, wer es jetzt so wird. Zu Hause im Olympiastadion, das BND-Olympiastadion. Und das Bielefeld war im Weißspiel. Und jetzt sehen wir uns im Cut wieder. Sehr natürlich auch im Spiel jetzt. Doch, sind die schon ein bisschen runtergestochen, das ist halt ziemlich laut. Und ja, ich habe auch überlegt, nur ein Spiel in ein Video zu machen, weil ich gemerkt habe, es gibt nur mit einem Spiel auf 10 Minuten und das bin ich jetzt 20 Minuten. Ne? Okay, ich habe auch ganz vergessen, dass wir zerbört verletzt ist und deswegen das habe ich jetzt umgestellt und ich bin jetzt hier mit machen. Das Schimmelfeld, der dann nach Flanko, das gibt Elbert. 1:0, 14 Minute. So einfach geht's. Komplett alleine gelassen. Von der Bielefelder ab. Doch eine tolle Flanke von Schimmel weg. Nicht ganz hart, aber total perfekt. Völlig alleine. Weil nur noch ein Fuß hinhalten. Hier gibt's viel Gewalt, die Flanke. Und dann ganz. Diese da auf Elbers Fuß. Und schon steht es 1 zu 0 für uns. Der Ball hat jetzt den Ball, Elber. Er wird nicht scheu. Scheu? Oh, scheiße. Also, ich hab Sachen, wenn man schießt und dabei hier Stick nach links wird gezogen, dass dann ist er voll dahin. Auf jeden Fall 17 Minuten. Ist das noch bisschen, also Richtungänderung extrem. Muss ich ganz kurz ein bisschen machen, aber ich wollte durchziehen, was ich sage. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, Hammer. Ah, schade. Da bin ich mehr weg. Noch was. Joel und. In Eric wartet hier am Boden. Voll in seine. Ganz klar, Eric wartet. So, warum liegt so alleine? Von langer Ball nicht. Mal. Wir machen dann wieder. Langt dann schon wieder Elba. Aber diesmal, das war eine komplett eine identische, was macht der Topper denn da? Identisch irgendwie, identischer Angriff, also das ist der 1 mit Alka. Der letzte Mann aber perfekt zu machen. Außen. Schade. Rein Nord, aber auf. Schade, auch rein. So. Vier Schüsse, zwei noch aufs Tor, 1:0 Führung. Wir haben keinen einzigen Schuss. Der Kobold halt vorne. Elba. Das. Verdammt. Ich war eigentlich hier mal mit der Kobold schon gemacht. So, erstmal 1:0 Führung, 1. Ich muss mal hier alles am Schieben, wenn sie jetzt bald besitzt. Das ist nur der. Da lag auch mal ein langer Ball auf Lümmel Scholl. Da läuft mit. Mann ist da frei, aber es wird gefallen. Jetzt mal Cha. Oh,
Oh, jetzt ist er frei, wie ich ihn ja bekam. Sehr gut. Dann der Ball einfach mal nach vorne. Warum denn nicht? Wie ich ihn ja geguckt. Wie gebohrt, ja, ist jetzt in Eintracht Frankfurt. Ja, was hat gespielt? So alt ist das Spiel schon. War noch ein Spiel dabei, ja. Jetzt ist wieder ein Eintracht Frankfurt. Da nochmal lange dabei. Ah, Mann, gut gemacht. Und voll laufen. Selber machen. 2-0. 61. Minute. 2-0. Jetzt wollen wir das abzuspielen, aber. Ja, ich hab selber gemacht. Übrigens auch 2-0. Schöner Pickenschuss. Pieke. Und schon das andere Pickenschuss. Lange Bälle auf jeden Fall auf dem Führt. Why not? So, Littmann. Dieser Versuch, boah, voll stark umbringen, Mann. Aber nicht passiert. Ups. Mal langer Ball einfach nach vorne, damit und RG, wie das Kopfball dagegen reinmacht, glaube ich. Dieser durch rein. Losgehalten. Scholl. Man gewinnt das, weil du L, einfach den Ball dann nehmen. Dann nach vorne ist das 2-0 Sieg über Arminia Bielefeld. Das ist der Fall. Zweites Spiel, zweiter Sieg, super. Ohne Gegentor immer noch, das ist auch gut. War nur 3 Tore. Naja, dann nächstes Spiel dann gegen Hamburger SV als dein letzter. Und direkt gegen Tor, etwas unglücklich natürlich dann, ne, wie es aussieht. Aber man kann durchschießen, ne. Jetzt hat auch noch kein Tor, okay. Ich hab nur von Rosek auch ein bisschen oben mit, ey, das ist ja witzig. Naja, ich würde sagen, das ist gewesen, das war die Frage, FIFA 2003 Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine gute Bewertung da, abonnieren nicht vergessen, und tschüss.